Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Krypto Deutschland. In dem heutigen Video werde ich euch meine Top 3 Altcoins vorstellen für den Monat Mai. Auf meinem Zweitkanal Krypto Deutschland News wird heute auch noch ein Video online kommen, wo ich genau zu diesen 3 Altcoins, die ich heute hier vorgestellt habe, nochmal ein Video mache, wo ich hier aufs System eingehe und auch erzähle, warum ganz genau ich bei diesen Coins so ein Potenzial sehe. Wenn euch das Video gefällt, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben, klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, dort kommt ihr zu meinem Zweitkanal und genau, drückt den Daumen nach oben, abonniert hier auch diesen Kanal und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal direkt in den aktuellen Trading Chart rein und schauen uns mal meine Top 3 Coins für den Monat Mai an. So, beginnen wir mal mit dem ersten Coin und der erste Coin ist Dent. In diesem Video werde ich wirklich hier nur zeigen, wie der Coin sich hier im Chart verhalten hat und warum ich in diesem Coin aktuell auch sehr großes Potenzial sehe. Und zwar, wir sehen aktuell dieses Jahr seit dem 1.1. haben wir hier circa einen Anstieg um 11.700% gesehen, was natürlich sehr, sehr krass ist. Aktuell befinden wir uns auf einem Preisniveau von circa einem Cent, liegen ein bisschen drunter. Und was jetzt hier aktuell die Sache ist, ich werde jetzt hier auch gleich nochmal auf einige Indikatoren eingehen. Und zwar haben wir hier in dem Bereich Support, haben hier in diesem Bereich auch Support. Wir sind einmal hier durch diese Supportlinie gebrochen, haben hier dann aber auch schnell wieder oberhalb des Supports-Bereichs geschlossen und halten jetzt hier auch den Support. Gucken wir uns jetzt mal die EMA Always an, dann sehen wir liegen hier aktuell gerade ganz genau auf der 50er EMA. Hier kreuzen sich fast die 20er und die 50er. Was sehr wichtig ist jetzt hier aktuell für Dent, dass die 20er EMA oben bleibt, weil wenn die sich kreuzen, dann gehen wir wahrscheinlich erstmal kurzzeitig in den Abwärtstrend. Das heißt, die 20er EMA muss, wie hier es auch gerade ist, weiterhin oben bleiben. Wir brauchen jetzt hier mal wie bei BitTorrent oder VeChain ein Pump, um wieder über die 20er EMA zu kommen. Und genau deshalb werde ich jetzt hier auch Dent, denke ich mal, in der nächsten Zeit wieder nachkaufen, weil wir jetzt hier, wie gesagt, einen guten Preis kriegen können, hier auf der EMA, sogar unter der 20er EMA auf dem Supportbereich. Wenn wir hier die gelbe Linie durchbrechen, circa auf die 100er EMA kommen, würde ich auch wieder verkaufen, da ich dann mit einem Abwärtstrend rechne. Aktuell sieht der Altcoin-Markt aber bullig aus. Ethereum-Bitcoin-Chart kennt ihr ja, hatte ich euch ja gezeigt. Und was hier realistisch ist, dass wir einen Bounce sehen bis oben auf ca. 2,3 Cent. Wie gesagt, ich kann natürlich keine Garantie darauf geben, aber das könnte man jetzt hier aus der technischen Analyse ableiten. Und genau, könnte ja auch sein, dass wir hier so eine Art W-Pattern formen, dann hätten wir hier in dem Bereich auch circa die Neckline. Wenn wir die halt brechen, dann würden wir halt steigende Kurse sehen. Wie gesagt, ich zeige euch das nochmal hier. W-Pattern könnte natürlich dann so in der Art hier aussehen. Wie gesagt, der Move vom W wäre größer, weil wir hier auch einen großen Move hätten. Das heißt, das wäre auf jeden Fall realistisch, dass das W so aussieht. Werden wir in ein paar Tagen sehen. Wie gesagt, wir sind auf dem Daily Timeframe, werden wir in ein paar Tagen sehen, ob das auch so klappt. Jetzt gehen wir mal zu meinem Coin, den ich auch noch für sehr, sehr gut halte. Und zwar ist das hier aktuell VeChain. Ich hatte ja auch einige Videos zu VeChain gemacht und VeChain ist einer meiner Lieblingscoins aufgrund des Systems. Wenn ihr da mehr zu erfahren wollt, geht wie gesagt auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu meinem Zweitkanal. Und wenn ihr lernen wollt, wie man selber so Kurse analysiert, klickt gerne mal auf den dritten Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu meinem Trading- und Krypto-Coaching. Und was ihr hier gerade sehen, bei VeChain ist sehr bullig. Wir sind weiterhin oberhalb der 20er EMA, bilden hier ein Ascending Triangle Pattern, was nach oben hin ausgebrochen ist, mittlerweile auch mit Bestätigung. Ich zeige euch jetzt auch mal, was da für mich immer so wichtige Indikatoren sind, wann ich dann auch in den Trade reingehe. Ich hatte diesen Trade ja auch in die VIP-Gruppe reingeschickt und ich bin auch nach wie vor in diesem Trade drin. Und zwar, was wir hier gesehen haben, war eine sehr grüne Volumen-Candle, die dann oberhalb des Widerstands auch geschlossen ist. Es war eine Daily-Kerze. Die zweite Daily-Kerze haben wir jetzt dann auch, wie gesagt, oberhalb begonnen. Haben hier nochmal wirklich perfekt geretestet. Ich werde euch das jetzt hier mal auf dem 4-Stunden-Chart zeigen. Wir sehen hier wirklich, wir kriegen hier aktuell die perfekte Confirmation. Was jetzt halt hier wichtig ist, dass wir wieder oberhalb dieses Levels kommen. Hier oben an der gelben Linie werden wir sehr wahrscheinlich einen Widerstand erwarten können. Warum werden wir da einen Widerstand erwarten können? Liegt einfach daran, dass wir hier oben vorher in diesem Bereich auch nicht durchgekommen sind. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall mit einem Widerstand rechnen. Wenn wir diesen Widerstand nach oben hin durchbrechen, werden wir sehr wahrscheinlich ein neues All-Time-High sehen. Ich weiß, links ist ja das All-Time-High, aber ich meine damit ein deutlich höheres All-Time-High, zumindest hier oben am Preisziel von ca. 29 bis 30 Cent. Gehen wir jetzt auch mal auf den letzten Coin ein. Und zwar ist das aktuell Chiliz bei mir. Und zwar halte ich Chiliz, wie gesagt, auch für ein sehr, sehr gutes Projekt. Hat ja auch einiges mit Sport, Fußball zu tun. Wie gesagt, hatte ich auch auf meinem Zweitkanal
erwähnt. Und was wir hier gesehen haben, war dieses eine, ich gehe hier auch mal wieder in den Daily Chart, ist deutlich übersichtlicher. Und zwar, weil ich euch hier gezeigt habe, war ja immer dieses Falling-Dreieck, was wir hier an dieser Stelle hatten. Und wir sind hier nach oben ausgebrochen, haben das Preisziel perfekt getroffen. Durch diesen Move nach oben und durch diesen Move nach unten konnten wir jetzt hier wieder ein Triangle-Pattern formen. Und dieses Triangle-Pattern wird in der nächsten Zeit auch noch ausbrechen. Entweder brechen wir, wie gesagt, hier nach oben oder unten aus. Wenn wir nach oben hin ausbrechen, wäre das Preisziel auf jeden Fall ca. 1,40 Dollar oder 1,30 Dollar ungefähr. Wenn wir gegebenenfalls nach unten ausbrechen, wäre das Preisziel, glaube ich, um die 25 Cent. Ja, 24 Cent wäre dann hier das Preisziel hier unten. Da würden wir sehr wahrscheinlich dann einen Support wieder haben. Aber dieses Triangle-Pattern ist grundsätzlich erstmal bullig, vor allem, weil wir auch von unten nach oben reingekommen sind und das dann eigentlich für ein bullisches Continuation-Pattern steht, was dann ungefähr so aussehen würde her von der Bewegung. Das heißt, Chillis hat in meinen Augen auch Potenzial. Das heißt jetzt nicht, geht alle in den Chillis-Trade rein und kauft jetzt, sondern wie gesagt, das wird hier in den nächsten Monaten ausbrechen. Wie gesagt, wir sind hier auf dem Daily Chart. Bis Ende Mai werden wir hier sehr wahrscheinlich einen Breakout sehen. Und was hier halt noch wichtig ist, dass ihr die Resistance, die gelbe Linie, nach oben hin durchbrechen. Kann natürlich sein, dass wir hier ausbrechen, gegen die gelbe Linie retesten und dann erst das Preisziel erreichen und ungefähr so einen Move sehen werden. So, das war es jetzt auch erstmal von meinen Top 3 Altcoins. Wenn das Video euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonniert den Kanal, checkt auch den ersten Link in der Beschreibung aus. Dort kommt ihr zu meinem Zweitkanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und bis dann und ciao.